Die Menschen hatten sich gegen den Bund, den sie mit Gott geschlossen hatten, aufgelehnt und seine Ordnungen und Rechtsbestimmungen verlassen. Sie hatten eigene Maßstäbe gefunden, denen sie gefolgt sind. Und das hatte zur Folge, dass es eine Zeit der Gefangenschaft und Niederlage gab. Sie wurden gefangen weggeführt, weil sie nicht das getan hatten und nicht darauf gehört hatten, was Gott ihnen gesagt hatte. Diese Geschichte, diese Begebenheit kann man nachlesen im Buch der Könige. Eine Zeit der Gefangenschaft, das ist nicht das, was Christus für unser Leben gedacht und geplant hat. Im Neuen Testament, im Epheserbrief lesen wir, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Das ist der Maßstab, der heute für uns ganz, ganz wichtig ist. Der Feind wird immer versuchen, uns in eine Gefangenschaft hineinzuführen. Das kann ganz verschieden aussehen. Es ist nicht immer so, dass der Feind uns zur Sünde verführt. Oft wird er versuchen, uns durch andere Dinge zu separieren, von Gott wegzudrängen, andere Dinge wichtiger zu machen. Oder er wird uns suggerieren, dass wir Versager sind, weil wir vielleicht in einem oder mehreren Punkten wirklich schlechte oder negative oder ungute Entscheidungen getroffen haben. Und er suggeriert uns, dass wir nicht mehr vor Gott bestehen können. Oder es kann sein, dass du um eine Sache wirklich gebetet hast und es kam nicht zu diesem Ergebnis, was du dir erhofft und erbeten hattest. Und dann hast du frustriert reagiert, du bist enttäuscht gewesen, du hast dich von Gott zurückgezogen und irgendwann hat es der Feind tatsächlich geschafft, dich in dieses negative Denken von Gott ist nicht gut, Gott meint es nicht gut mit meinem Leben, Gott gibt mir nichts Gutes, Gott will nicht, dass es mir gut geht, hineingebracht hat. Heute ist ein Tag, wo du eine Umkehr vollziehen kannst, eine Umkehr von der Gefangenschaft in die Freiheit zu kommen. Zur Freiheit hat Christus dich befreit. Heute ist ein Tag, wo er dir die Tür ganz neu zeigt, durch die du hindurchgehen kannst und in die Freiheit kommen kannst. Damals bei dem Volk war es so, dass Hiskia, der König, eintrat für diese Schuld des Volkes und gesagt hat, ich nehme die Schuld auf mich. Für uns vom Neuen Testament her ist es so, dass Christus uns das anbietet, dass er sagt, ich nehme alle Schuld von dir auf mich. Ich habe alle Schuld von dir mitgenommen ans Kreuz. Ich bedecke dich durch das Blut, was für dich vergossen wurde. Und du kannst heute einen Schritt heraustun aus Gefangenschaft und hineingehen in eine ganz neue Freiheit mit Christus. Im ersten Johannesbrief lesen wir, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das ist der Weg. Das ist der Schlüssel, der in diese Tür der Gefangenschaft passt. Wenn ihr eure Sünden bekennt, wenn du heute zu Jesus kommst und sagst, Herr, bitte vergib mir. Ich will umkehren zu dir. Dann wird diese Tür aufgehen und Jesus vergibt dir und reinigt dich von aller Ungerechtigkeit, wie auch immer die aussehen mag. Nutze heute die Chance der Umkehr und der offenen Tür in deine Freiheit. Gott hat mehr für dich.